eine ganz schlimme Sache. Diese Heimkehr, die hat er sich anders vorgestellt. Wir alle haben sie uns anders vorgestellt und es tut mir persönlich leid für ihn. Ein großer Sportsmann und ein großer Trainer. Nochmal Respekt an Fritz Dunek auch. Das Urteil. Und hier das offizielle Urteil. Sieger durch technische K.O. Jetzt möchte ich Ihnen beide Boxer vorstellen. Претендентами у синьому куті 32 роки. Der Herausforderer in der blauen Ecke ist 32 Jahre alt. Він має зріст 191 см і важить 113 кілограмів 300 грамів. 1,91 м groß und 113,3 кілограм schwer. Його досягнення 37 боїв, 23 перемоги, з яких 21 нокаутом. Sein Kampfrekord 37 Kämpfe, 23 Siege, davon 21 durch K.O. und ein Unentschieden. Отже, претендент Сполучених Штатів Америки. Der Herausforderer aus den USA. Рос Пьюріті. Тренер у куті Шон Гіббонс і Скотт Андрі. In seiner Ecke seine Trainer Шон Гіббонс und Скотт Андрі. Володарів титулу в червоному куті 22 роки. Der Titelverteidiger in der roten Ecke ist 22 Jahre alt. Він має зріст 2 метри і важить 102 кілограми. 2 Meter groß und 102,0 Kilogramm schwer. Його досягнення 24 поєдинки, 24 перемоги, з них 22 нокаутом. Sein Kampfrekord 24 Kämpfe, 24 Siege, davon 22 durch K.O. Володар титулу з Києва. Der Titelträger aus Kiew, Wladimir Klitschko. Das passt natürlich, die Doppelansage für das Brüderpaar. Wladimir Klitschko, sein Bruder, der kommt ja nachher noch. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, ich habe immer noch eine Gänsehaut von dem Walk-In, was diese Ukrainer hier veranstaltet haben. Eine klasse Sache, aber passend zum Kampf, denn das hier, das wird ein wirklicher Thriller vielleicht sogar. Vielleicht der erste K.O. des Abends. Als ich das letztes Mal gesagt habe, das war in Lübeck, da kam auch ein Schwergewichtskampf. Kim Weber gegen Willie Chapman und das war dann wirklich ein dramatischer Fight. Also das kann ja auch passieren. Ross Purity hat sich grüne Hosen angezogen, die Farbe der Hoffnung. Und Wladimir Klitschko, was geht jetzt in ihm vor? Die dritte Titelverteidigung. Er, der Favorit, die Nummer 29 der unabhängigen Computerweltrangliste, Ross Purity auf 38, zwei absolute Klasse, Leute, ohne jeden Zweifel. Und der dritte Klassemann auch noch, der Ringrichter Daniel van de Wiele. Also, das sind die passenden Rahmenbedingungen für solch einen Kampf. Der WBC International Titel. Der Gürtelhalter, der dürfte den Weltmeister herausfordern. Und das hat er natürlich vor, der Wladimir Klitschko. Und das hier, vom Namen her, dieser Ross Purity, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Name im Rekord von Wladimir. Ross Purity nennt sich selbst The Boss, ein schwerer Brocken, 113 Kilogramm. Hat zuletzt eine andere weiße Hoffnung besiegt, gerade Anfang November in Dänemark. Mark Hulström, den schlug er in der zweiten Runde durch K.O. und ansonsten ein Sammelsurium an klasse Namen im Schwergewicht, die er da geboxt hat. Carsten Fuß hat schon ein paar genannt. Chris Bird, Larry Donald, Corey Sanders um die Weltmeisterschaft in Anführungsstrichen nach Version WBU. Joey Hip. Den schlug er in der 10. Runde durch K.O. Jorge Luis González, K.O. 7. Michael Grant und Hasim Rockman ebenfalls zwei hartschlagende Schwergewichter. Da ging er mit über die Distanz. Und den Tommy Morrison, den hatte er zweimal am Boden. Dann reichte es gerade so zu einem Unentschieden. Also, Wladimir Klitschko ist gewarnt. Er muss beweglich sein. Seine guten Beine einsetzen. Den Oberkörper ebenfalls bewegen und viel stören mit der Führungshand. Der linke Arm in die Rechte. Body.
Er bewegt sich gut. In der Luft hier im Sportpalast zu Kiew. Die Ecke von Ross Purity, Sean Gibbons, Eddie Autry. Und zu Musik darf hier das Nummerngirl anzeigen, was uns erwartet, die zweite Runde. Und er hört ganz genau zu auf die Worte von Fritz Dunek. Der ist heute eingeflogen, der bereitet ja auch noch Darius Michalczewski vor. Nächste Woche wieder eine Weltmeisterschaft für den Meistertrainer Fritz Dunek. Wladimir Klitschko ein bisschen leichter als sonst, 102,0 Kilogramm. Und hier gute Szene. Second out, Ringrunde 2. Ringrunde Raum Drugi. Es gibt hier in Kiew einen Ortsteil, der heißt Wladimirstadt. Es gibt eine Wladimir-Kathedrale. Ich bin mir sicher, vielleicht noch nicht, wenn er diesen Kampf gewinnt, aber spätestens, wenn er Weltmeister gibt, dann gibt es hier auch ein Brüderdenkmal, ein Wladimir-Denkmal. Gut, die Führungshand. Die Konter. Die sind gefährlich von Ross Purity, deshalb ist es gut, die Innenbahn zu behaupten, was er gerade probiert mit der Führungshand. Wenn er mit dem linken Haken in den Mann geht, das kann gefährlich sein. Schön zum Körper. Immer wieder läuft er in Richtung der Schlaghand, der Wladimir Klitschko. Guter Treffer. Er soll mehr tun, der Ross Purity, das ruft die Ecke rein. Eddie Autry, er trainiert ihn gerade seit Anfang des Jahres. Er weiß, er muss aufpassen und er macht das gut. Boxt hier ganz geschickt und er
wartet auf seine Chance. Ross Purity. Die Ecke ruft immer rein. Geh erstmal zum Körper. Harte Treffer. Auch die Bauchmuskulatur, die sollen ihn müde machen, den Wladimir Klitschko, den 22-Jährigen. Hier nochmal. Rechts, links. Keiner linke Haken hier. Nur auf die Deckung. Die dritte Runde. Auf 12 Runden das Ganze angesetzt. Es geht also um den WBC International Titel. Titelhalter Wladimir Klitschko. Bislang nach Punkten vorne liegend. Immer wieder die Rufe aus der Ecke von Ross Purity. Geh zum Körper, mach mehr. Aber er versucht vor allen Dingen jetzt erstmal die Doppeldeckung geschlossen zu halten. Die Schläge von Klitschko abzufangen. Gut gesehen von Wladimir Klitschko. Schön verteilt. Und wieder die Linke im Ziel. Die Anfeuerungsrufe natürlich für Wladimir. Die Heimat des Olympiasiegers. Ross Purity wartet ab. Die Anfeuerungsrufe jetzt. Wova, die Kurzform für Wladimir. So nennt ihn auch Trainer Fritz Dunek. Nicht ran, Ross Purity, weil Wladimir Klitschko gut die Distanz hält. Gute Runde für den Mann aus Kiew, der jetzt ja zum ersten Mal als Profi hier in seiner Heimat boxt. Ist ja schon ein Phänomen und er kann lachen. Also es läuft gut, er ist zufrieden. Mit 22 so viel erreicht, Olympiasieger, einen Riesenrekord als Profi. In 24 Kämpfen ungeschlagen. Wie gesagt, mit 22, da haben andere noch nicht mal ein Girokonto. Und er auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Gute Treffer, die Linke zum Körper. Seconds out, Ring bei Runde 4. Bei ihm, Fritz Dunek und Michael Timm. Yeah.
gut die Führungshand. Und es ist hier außergewöhnlich warm in der Halle. Man sieht auch, wie die beiden tropfen. Distanz, Wladimir Klitschko. Er ist schneller als Ross Purity und wenn er die Distanz so hält, dann kann der Mann aus Oklahoma da nicht so schnell rankommen. Schön gemacht, die Rechte. Amerika. Nicht so viel abwarten, mehr die Führhand bringen und dann mit rechts zum Körper oder als Cross zum Kopf, aber die hier haben andere Pläne. Fritz Dunek, Michael Timm und Wladimir Klitschko. Als Haken. Klasse. Mitgenommen. Ross Purity. Einmal kurz in den Knie hineingeknickt. Eine schwere Rechte. Klitschko aber immer noch kommt er nach vorne. Ross Purity. Unglaublich, was der wegsteckt. Absolut ein Boxer, ein Fighter mit großem Herz. Die Handschuhe jetzt vergleichsweise tief, der Wladimir Klitschko. Nicht nachlässig werden. Schön. Die linke als Abschluss.
Klasse. Was der wegsteckt. Eine riesen Nackenmuskulatur der Ross Purity, ein ehemaliger Footballspieler. Wieder drei gute Treffer. Klasse Runde. Diese sechste Runde. Eine der besseren, wenn nicht die beste in diesem Kampf bislang. Aber da versprechen noch einige dramatische zu kommen. Nicht nervös werden. Wenn man die besten Treffer ins Ziel bringt und der Gegner nur kurz wackelt, dann ist das natürlich auch ein kleines Brusterlebnis. Aber er muss weiter konzentriert bleiben. Der Wladimir Klitschko weiter nach vorne marschieren. So macht das genau richtig. Da war sie, die Rechte. Tickets out, Ring 3 Runde 7. Er setzt sofort nach, aber er fängt sich auch wieder, der Ross Purity, und hält dann dagegen. Ein Blick von Daniel van de Wiele, dem Ringrichter, in die Ecke von Ross Purity. Ist ein bisschen zu viel Vaseline verschmiert worden im Gesicht, das wurde schnell entfernt, es kann weitergehen. Siebte Runde, also Halbzeit, sechs Runden vorbei. Vorteile für Wladimir Klitschko. Mehr Treffer, genauere Treffer, härtere Treffer. Aber es ist Schwergewicht, alles ist möglich. Und dieser Ross Purity, der hat schon häufiger das Unmögliche möglich gemacht. Auf den Punktezetteln zurückliegend das Ding noch umgedreht. Beispielsweise gegen Tommy Morrison und auch gegen Joey Hip. Und das sind ja dann auch absolute Weltklasse-Leute. Viel ab, Ross Purity. Muss wieder schwere Treffer nehmen. Ja, weil erstmal diese Kombinationen überstehen, die Deckung geschlossen halten und dann die Chance suchen. Aber sehr ungestüm in dieser Szene. Schöne Führungshand. Die Ecke des Amerikaners fordert den Jab und Wladimir schlägt ihn. Wieder gute Treffer. Die rechte noch einmal, der linke Haken als Abschluss. Die rechte Wahl. Deshalb soll die linke von Wladimir so hoch wie möglich gehalten werden. Zum Schutz vor diesem rechten Cross. Nasenbluten bei Ross Purity. Kein Wunder bei den vielen Treffern. Schön die rechte, aber das hat er selbst gemerkt, er stand nicht in der richtigen Distanz. Hat
dann wieder neu angefangen und hier kommen dann die guten Treffer. Zeckentraum, Ring Round 8. Ring Wilni, Round 8. Der Ringrichter war wieder in der Ecke bei Ross Purity, um zu schauen, was da los ist. Das ist gut so, denn beim World Boxing Council gibt es kein stehendes Anzählen. Deshalb natürlich wichtig, dass der Ringrichter auch mal in der Pause schaut, wie es da um die Boxer steht. Er will nicht zu früh abbrechen, aber er darf es auf keinen Fall zu spät tun. Und er nimmt viele Treffer, viele harte Treffer, der Ross Purity. Und Kampfmoral in allen Ehren, die Gesundheit ist letztlich das Entscheidende. Der rechte zum einmal zum Körper. Die Ecke von Purity ist unzufrieden und gute Treffer wiederum von Wladimir Klitschko. Die Rechte. Er marschiert pausenlos nach vorne, dieser Amerikaner, wie aufgezogen. Gut gemacht von Wladimir. Rote Treffer wieder. Die Rechte. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und er kommt zurück. Ja, das war auf den Hinterkopf. Sehr ungestüm von Ross Purity, wird auch sofort ermahnt. Und auch eine Ermahnung an Wladimir Klitschko, sich da nicht zu drehen im Ring. Wieder auf den Rücken. Ein bisschen das Gefühl, er schiebt die Schläge jetzt mehr. Der Wladimir Klitschko kommt nicht mehr ganz so explosiv, so spritzig. Ende der achten Runde, aber wieder eine klare Runde zugunsten von Wladimir Klitschko. Keine Frage, die drei Punktrichter Daniel Talon, Walter Schall und Erki Meronen, die haben das zu entscheiden, aber ich denke mal, die sehen das ähnlich. Atme tief. Aber die Kondition, die dürfte nicht das Manko sein. Dafür ist Fritz Dunek ein zu großer Perfektionist. Die können meistens 12 oder 15 Runden gehen. Und hier wieder gute Treffer. Aber er merkt auch, der Wladimir, da braucht es noch ein paar mehr guter Treffer, bis dieser Ross Purity fällt. Und deshalb wartet er dann wieder ab. Runde 9. Geht nicht, volles Risiko. Die neunte Runde, ein Novum für Wladimir Klitschko. Maximal hat er 8 Runden im Ring gestanden und das auch nur einmal im März 98 gegen Everett Bigfoot Martin. Auch so ein großer Name aus Amerika, den schlug er nach Punkten. Eben über diese 8 Runden Distanz und jetzt zum ersten Mal nicht nur in Kiew, sondern auch zum ersten Mal in einer neunten Runde. Fire,
hatten ja schon häufiger Kämpfe von Ross Purity auf DF1. Und eins fällt auf im Vergleich. Normalerweise macht er viel mehr. Arbeitet besser mit der Führungshand. Schlägt viel mehr. Ist einfach besser im Kampf. Aber das liegt hier daran, dass Wladimir Klitschko einfach wenig zulässt. Er hält die Distanz. Und Ross Purity weiß, es wird schwer, die zu überbrücken. Sein Trainer sagt zwar immer, irgendwie Nahdistanz. Aber das sagt sich so leicht. Da muss er erstmal an der Führungshand vorbei. Konditionelle Probleme hat. Er ist müde. Das ist natürlich auch Motivation für den eigenen Mann, der nach Punkten ganz weit hinten liegt, aber seine Chance in diesen Treffern sucht. Er kommt durch. Und Wladimir Klitschko am Boden, aber nur ausgerutscht.
sagt Daniel van de Wiele und der Kampf geht weiter. Die letzten 20 Sekunden dieser 10. Runde. Er ist fertig, er ist mitgenommen. Er wirkt wackelig. Wladimir Klitschko ist am Boden. Er wird angezählt. Was ist los? Oh, die Knie sind wackelig. Die Knie sind weich und die Runde ist zu Ende. Gott sei Dank. Was ist da los? Bei Wladimir Klitschko. Konditionelle Probleme. Hat er sich vielleicht verausgabt in den ersten Runden? Geht die Taktik dieses Ringfuchses vielleicht doch auf Ross Purity, der wenig gemacht hat in den ersten Runden? Hat ihn sich müde schlagen lassen. Schüttelt den Kopf. Wladimir Klitschko. Was bedeutet das? Ruhige Worte von Fritz Dunek. Hier nochmal die Szene. Er war mitgenommen. War ja schon mal am Boden. Die Beine spielen nicht mehr so richtig mit. Die Knie sind nicht mehr so beweglich wie am Anfang. Auf der Distanz bleiben. Die Führhand bringen. Aufpassen, Wladimir Klitschko. 11. Runde. Und er kommt, er sucht seine Chance. Ross Purity. Was passiert da? Fritz Dunek geht in den Ring, sagt Feierabend. Fritz Dunek geht dazwischen, sagt. Es ist aus. Eine große Entscheidung von Fritz Dunek. Eine große Entscheidung dieses Trainers, die absoluten Respekt verdient. Er kennt seinen Schützling, er weiß, wann es einfach genug ist. Und das war eine schwere Entscheidung für ihn. Die Gesundheit geht natürlich vor. Er hat sich verausgabt, der Wladimir. Und dann kamen die schweren Treffer. Und da hinten sieht man Fritz Dunek, der sagt, nein, komm, das reicht, brich ab. Hör auf. Nicht, dass er Schaden nimmt. Und er ist sauer, aber er weiß auch, wahrscheinlich war das gut so. Was für ein Sieg von diesem Ross Purity, der dagegen gehalten hat, der viele harte Treffer genommen hat, viele, viele harte Treffer, viele harte Rechte, viele Haken hat einstecken müssen, aber einfach nicht runterging und dann zurückkam. Das Publikum kommt, das Publikum feuert ihn weiterhin an, Wladimir Klitschko will ihm zeigen, wir stehen nach wie vor hinter dir. Eine dramatische Sache. Er lässt sich trotzdem feiern. Ein Kämpfer, der trotz dieses Ausgangs natürlich Respekt verdient. Der neue WBC International Champion im Schwergewicht heißt überraschenderweise Ross Purity. Aber er zeigt auch seinen Sportsgeist. Er weiß, dieser Wladimir Klitschko, der hat noch alle Möglichkeiten, den richtigen Weg auch wieder zurückzufinden. Er ist erst 22, die erste Niederlage im 25. Kampf. Natürlich eine ganz traurige Sache für ihn, ohne jeden Zweifel. Aber ich bin mir sicher, er wird den Weg zurückschaffen können. Man wird analysieren müssen, was ist da passiert. Das war ja so ein bisschen eine Kim Weber-Situation, so ähnlich wie gegen Mario Schießer, der auch den Kampf bestimmt hat und plötzlich dann einbrach. So war es hier auch. Klare Treffer, harte Treffer, die besseren Treffer, ohne jeden Zweifel auf der Seite von Wladimir Klitschko, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Jetzt heißt es erstmal durchatmen, oh wei. Eine ganz schlimme Sache, diese Heimkehr, die hat er sich anders vorgestellt, wir alle haben sie uns anders vorgestellt und es tut mir persönlich leid für ihn. Ein großer Sportsmann und ein großer Trainer, nochmal Respekt an Fritz Dunek auch. Das 11. Раунд, 18. Sekunde, перемир. Und hier das offizielle Urteil. Sieger durch technische K.O. in der 11. Runde nach 18 Sekunden aus den USA, Ross Purity. Das offizielle Urteil, also Sieger durch technischen K.O. Ross Purity, ein großer Sieg dieses Mannes. Aber ein Sieger in der Niederlage. Das ist Wladimir Klitschko.